Mein Name ist Jennifer Johansen, ich bin Diplom-Bauingenieurin und Angestellte der Autobahn GmbH des Bundes. Als Projektleiterin bei der Talbrücke Eisern bin ich vor Ort zuständig für einen reibungslosen Bauablauf und als Ansprechpartnerin vor Ort. Nach kurzen vorbereitenden Arbeiten konnten wir am 26. März 2023 das zweite Teilbauwerk, die Fahrtrichtung Frankfurt, erfolgreich sprengen. 3, 2, 1, Sendung! Die gesamte Brücke wird aus 7 Takten hergestellt und jeder einzelne dieser Takte erfolgt innerhalb von 2 Betonierabschnitten. Zum einen wird der untere Teil, der sogenannte Trog, des Überbaus betoniert und im zweiten Abschnitt wird die Fahrbahnplatte betoniert. Nachdem der Beton eine entsprechende Festigkeit erreicht hat, kann das Vorschubgerüst nach vorne gefahren werden. Bei den aktuellen Arbeiten müssen wir darauf achten, dass die Schalung, die Brettschalung, die gerade im Vorschubgerüst aufgebracht wird, fachgerecht und genau montiert wird, damit wir hinterher ein qualitativ hochwertiges Bauwerk haben, was uns die nächsten 100 Jahre begleiten wird. Dieser Vorgang ist ein Zusammenspiel aus Mensch und Technik, daher ist ein qualifiziertes Personal und ein gut eingespieltes Team unabdingbar, sodass alle Handgriffe reibungslos ineinander übergehen können.